Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. Heute möchte ich euch etwas über das Thema Grundgesetz erzählen, und zwar die erste Vorlesung dieser Vorlesungsreihe, die ich hier online stellen werde, ist das Thema die Grundrechte 1. Das darauf folgende Video wird, wie man erwarten kann, die Grundrechte 2 sein, und dann müssen wir die ersten 19 Artikel, um die sich eigentlich unsere Grundrechte drehen, durchhaben. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir für Abkürzungen. GG, das ist das Grundgesetz. SCPO, die Strafprozessordnung, WPFLG, das Wehrpflichtgesetz, VersammelG, das Versammlungsgesetz und G10, das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Oder aber, weil das so kompliziert klingt, der umgangssprachliche Name, das Artikel 10 Gesetz. Ich habe bei den meisten Vorlesungen, die sich mit Recht befassen, auch bei Abkürzungsverzeichnis, Absatz, Satz und Halbsatz und sowas mit reingenommen. Habe ich hier hauptsächlich weggelassen, weil es geht hier ja ums Grundgesetz und das arbeitet nicht mit Paragraphen, sondern mit Artikeln. Zwar sind in den anderen genannten Gesetzen Paragraphen angegeben, aber es ist halt die Minderheit. Daher habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht unnötig. So, fangen wir also direkt damit an. Die Grundrechte dienen der Umsetzung der Menschenrechte und das ist auch der Grund, warum sie die rechtliche Basis für das soziale Leben und die Entfaltung der Staatsbürger im Prinzip gewähren sollen. Das ist der Artikel 1 des Grundgesetzes, darauf baut alles auf. Ich möchte hier weiter tabellarisch vorgehen, und zwar in Artikel 1 bleiben wir, allerdings der Absatz 1 besagt wörtlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, Würde ist ein schwerer Begriff. Es soll eigentlich bedeuten, dass jeder Mensch Anspruch darauf hat, die Menschenrechte zu nutzen und dass niemand entgegen der Menschenrechte behandelt werden darf. Okay, Artikel 2, Absatz 1. Das ist die sogenannte das Recht auf Freiheit und das Recht auf die Entfaltung der freien Persönlichkeit und auszugsweise gesprochen sagt dieses, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Was bedeuten soll, dass jeder an sich alle Freiheiten hat, die hören allerdings auf, sobald man die Freiheiten oder Rechte eines anderen verletzt, oder aber, andere Variante, dass sie gegen geltende Gesetze verstoßen. Das heißt, jeder darf alles, solange halt er niemand anderen oder das Gesetz verletzt. Artikel 2 Absatz 2, genauer gesagt der Satz 1, besagt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ja, ich denke, das bedarf keiner genaueren Erklärung. Das ist halt sozusagen der Grundgedanke dahinter, dass wir sozial miteinander leben und nicht unsere Konflikte und Diskussionen mit Fäusten führen. Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 ist da wieder etwas interessanter. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Was genau ist damit gemeint? Nun ja, das bedeutet wirklich, dass jeder frei ist, dass niemand gegen seinen Willen festgehalten oder zu etwas gezwungen werden darf. Der Gesetzgeber behält sich aber eine Ausnahme vor, und zwar immer dann, wenn ein anderes Gesetz dies erlaubt. Das finden wir in Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes und in Verbindung mit Artikel 104 des Grundgesetzes, wo das nochmal genauer dasteht. Dann ist natürlich die Frage, wenn nun die Freiheit eingeschränkt werden kann, weil ja eigentlich jeder alle Freiheiten hat, bis auf halt, wenn wir über das Gesetz reden, oder aber wenn wir einen anderen seine Freiheit berauben in dem Sinne, dann muss sich die Frage gestellt werden, wann ist denn ein Freiheitsentzug zulässig? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss allerdings erst einmal klären, wozu der Freiheitsentzug überhaupt dient. Wenn er der Strafverfolgung dient, sprich wenn eine Straftat begangen wurde, dann landen wir im Bereich der Festnahme, dies geregelt in § 127 Absatz 1 der Strafprozessordnung, und sagt, dass jeder das Recht hat, eine Person vorläufig festzunehmen, wenn, beide Bedingungen müssen erfüllt sein, er eine Person bei frischer Tat erwischt und die Person versucht zu fliehen oder was sich weigert, die Identität preiszugeben. Wichtige Bedingung hierbei ist, dass ein Festgenommener so schnell wie möglich der Polizei übergeben werden muss. Dieses Recht nennt man im Prinzip auch das Jedermannsfestnahme, weil wir alle, die hier in Deutschland leben, das Recht haben, jemanden festzunehmen, wenn halt die zwei Bedingungen erfüllt sind. Der Irrglaube, dass nur ein Polizist eine Verhaftung vornehmen darf oder eine Festnahme, ist nicht korrekt.
wir sehen gleich, wie es bei Polizisten ist. Bei denen ist es halt einfach einfacher, muss man so zu sagen. Das sagt nämlich der Absatz 2. Polizisten und Staatsanwälte dürfen bereits Festnahmen durchführen, wenn ein dringender Tatverdacht besteht. Das ist der große Unterschied. Will, ich sage in Anführungszeichen mal, der normalsterbliche Bürger jemanden festnehmen, muss er ihn bei der Tat direkt erwischen und dieser muss fliehen oder sich weigern, seine Identität preiszugeben. Bei der Polizei genügt der dringende Tatverdacht. Hierbei ist aber wieder zu beachten, dass der Verdächtige bis zum Ablauf des nächsten Tages einem Richter vorgeführt werden muss. Passiert das nicht, muss man ihn halt freilassen. Und der Richter entscheidet dann, ob eine Freiheitsstrafe verhängt wird oder nicht. Die zweite Variante, die nicht die Strafverfolgung ist, ist, so sagt man, die Gefahrenabwehr. Und hier wird wieder unterteilt nach der Frage, was für eine Gefahr wird denn abgewehrt oder soll präventiert werden. Und wenn die Gefahr von Gewalt desjenigen ausgeht, kommen wir dann zu der Ingewahrsamnahme. Die ist nicht anders als eine Haft, außer dass sie wirklich den Sinn hat, andere zu schützen. Allerdings in dem Fall auch dazu dienen soll, jemanden, der zum Beispiel suizidgefährdet ist, sich selbst zu töten. Eine andere Möglichkeit, die Gefahr abzuwehren, oder eine andere mögliche Gefahr, ist der Wahnsinn. Hier gibt es das Mittel, die Zwangseinweisung. Und das tritt halt immer auf bei starken psychischen Störungen. Und der Gesetzesgrundlage, die die Möglichkeit erübrigt, ist 126a der Strafprozessordnung, die besagt, dass jemand, der, sagen wir es mal nett, nicht mehr alle Blätter am Zweig hat und deswegen gefährlich ist oder so, eingesperrt werden darf. Die dritte Variante ist, wenn eine Infektion ist, da dient der Entzug der Freiheit der Quarantäne. Und das ist halt dann immer dann gegeben, wenn die Gefahr einer Ansteckung besteht und dadurch andere Personen gefährdet werden können. Und die Grundlage, die rechtliche, liefert da der Paragraph 30 des sogenannten Infektionsgesetzes. Und der Gedanke ist halt hier, dass man die Freiheit desjenigen einschränken muss, um größere Gefahren abzuwehren und damit sozusagen in sekundärer Folge die Freiheit anderer nicht zu gefährden. Ja, das ist der Freiheitsentzug. Machen wir weiter mit unserem Grundgesetz und landen dann natürlich beim Artikel 3, und zwar dort der Absatz 1. Der wird wörtlich besagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ein wunderschöner Satz, ein wunderschöner Artikel, der natürlich auch eine schöne Bedeutung hat, und zwar, dass niemand eine gesetzliche Bevorzugung erhalten darf. Offiziell wird das natürlich eingehalten, inoffiziell ist es strittig. Deswegen machen wir weiter mit Absatz 2 desselben Artikels, der besagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Gut, heutzutage ist das ziemlich klar, das war nicht immer so. Und das bedeutet natürlich, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden müssen. Es darf keine Benach- oder Bevorteilung geben. Ja, aber wie gesagt, das ist wirklich auch reine Auslegungssache und außerdem ist das natürlich extrem schwer umzusetzen. Warum? Männer und Frauen sind halt nicht von Natur aus gleich. Und das ist auch gut so. Okay, Artikel 3 Absatz 3. Wir sind also immer noch im Prinzip Gleichberechtigung. Der besagt, niemand darf wegen seines Geschlechtes, hatten wir ja gerade, seiner Abstammung, seiner Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, seines Glaubens oder religiöser bzw. politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Im Prinzip ist der Absatz 3 nochmal eine genauere Formulierung von Absatz 1, der sich halt nicht nur auf das Rechtliche bezieht, sondern auch wirklich auf das Soziale, wenn man so möchte. Kommen wir damit zu Artikel 4, und zwar der Absatz 1, der besagt, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Ihr seht, Artikel 4 ist die sogenannte Glaubensfreiheit. Und das bedeutet so viel wie, dass jeder seine Religion frei wählen und diese ausüben darf. Das steht nochmal genauer in Absatz 2 desselben Artikels. Jetzt kommt aber was Interessantes. Wir bewegen uns immer noch im Artikel 4, in der Glaubensfreiheit. Allerdings gehen wir zum Absatz 3. Da wird es ein bisschen interessant. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Sagen wir so, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich direkt gefragt, das gehört doch eigentlich nicht in die Glaubensfreiheit rein. Aber dort ist es verankert und das bedeutet natürlich, dass niemand wirklich zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden kann,
Allerdings gilt das nur in Friedenszeiten. Für einen Kriegsfall, oder wie es auch rechtlich oft heißt, den Verteidigungsfall, gibt es Ausnahmen und die möchte ich euch mal hier genauer vorstellen, vor allem weil die auch relativ unbekannt sind. Also, was passiert im Kriegsfall? Da greift Artikel 12a des Grundgesetzes, und zwar jeder Wehrpflichtige kann im Kriegsfall zum Dienst an der Waffe gerufen werden und wehrpflichtig ist oder sind nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes alle deutschen Männer mit regelmäßigem Aufenthalt in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ja, das sind natürlich eine Menge. Allerdings gibt es Ausnahmen. Und zwar grundsätzlich befreit sind nach den Paragraphen 42 und 42a des Wehrpflichtgesetzes Polizisten, nach § 11 des Wehrpflichtgesetzes Geistliche und Schwerbehinderte und nach § 9 des Wehrpflichtgesetzes die sogenannten Wehrdienstunfähigen. Und das sind im Prinzip alle Personen, die bei der Musterung den Tauglichkeitsgrad T5, der heißt nicht wehrdienstfähig, erhalten haben. Die sind grundsätzlich befreit, die fallen nicht darunter. Man kann sich auch auf Antrag befreien lassen, wenn man eine der Voraussetzungen, die ich gleich nennen werde, erfüllt, geregelt in § 11 und 13a, und zwar in § 11 Nummer 2 des Wehrpflichtgesetzes, Personen, bei denen mindestens zwei Geschwister vollen Grundwehr- oder Zivildienst geleistet haben, die können sich befreien lassen. § 13a Wehrpflichtgesetz, befreien lassen können sich auch Personen, die mindestens 4 Jahre im Katastrophenschutz, also beim THW oder DRK und dergleichen, gearbeitet haben. § 11 Nummer 1 Wehrpflichtgesetz, Personen, deren Mutter, Vater, Bruder oder Schwester im Wehr- oder Zivildienst verstorben sind. Und § 11 Nummer 3 Wehrpflichtgesetz, Verheiratete und Männer, die für ein Kind sorgen müssen. Die alle sind befreit. Und im Prinzip natürlich, wenn man es auch so möchte, Frauen, weil die ja gar nicht oben in die Definition reinfallen. Das heißt, wer wissen möchte, ob er denn im Kriegsfall oder Verteidigungsfall zur Waffe gezwungen werden darf, muss erstmal schauen, ist er Deutscher? Ja, gut. Dann hat er es 18 Jahre verendet? Ja, gut. Ist er männlich? Okay. Ja, wenn er dann nicht befreit ist nach den genannten Sachen und auch sich nicht auf den Antrag befreit hat, beziehungsweise nicht die Voraussetzungen erfüllt, der darf dann wirklich auch zum Dienst an der Waffe gezwungen werden, wenn man so möchte. Okay, weiter im Grundgesetz. Artikel 5 Absatz 1 sagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Ja, das ist die Meinungsfreiheit. Das bedeutet natürlich, dass jeder dieses Recht hat und jeder alles äußern und veröffentlichen darf, aber natürlich gibt es Einschränkungen. Das eine ist erstmal die Einschränkung, die durch die ganzen anderen Grundrechte wie Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit und so weiter ist. Die persönliche Ehre eines anderen darf nicht verletzt werden. Damit sind sozusagen Hass- und Hetzschriften gemeint, Propaganda und so weiter. Eine weitere Sache ist, dass jugendgefährdendes Material Minderjährigen nicht zugänglich gemacht werden darf. Dafür gibt es natürlich auch einschlägige Vorschriften. Wenn wir in Artikel 5 bleiben und mal zum Absatz 3 springen, der besagt, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Was so viel bedeutet wie, dass Forschungen frei durchgeführt und gewährt werden dürfen und dass sowohl Themengebiet als auch Ziele dabei unerheblich sind. Das heißt, man darf eigentlich, so salopp gesagt, jeden Unsinn erforschen. Warum? Naja, es ist ein Grundrecht. Wir alle dürfen uns auf diese Forschungsfreiheit berufen und damit eine Forschung begründen. Eingeschränkt hingegen sind Forscher in Institutionen, weil die an Vorschriften und interne Regelungen jener Institution gebunden sein können. Wichtig dabei ist, dass es sich auch um Forschung handelt und sozusagen, dass die Definition, was überhaupt Forschung ist, eingehalten wird. Und nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus Band 35, Seite 113, ist so definiert worden, dass Forschung jede Tätigkeit, die nach Inhalt und Form als ernsthaft planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist, definiert wird. Das sei Forschung. Jeder, der also eine solche Tätigkeit ausübt und im Prinzip keine Einschränkung hat durch seine Institution, forscht und kann sich auf die Forschungsfreiheit berufen. Was ja auch der Diskussionsfall ist, wenn man an so grenzwertige Sachen wie Embryonalforschung denkt, wo
ja, sich die Gemüter spalten. Man sagen kann, Moment, Ethik hier, dieses ungeborene Leben da hat seine Rechte und ihr verletzt diese. Und der Forscher sagt, ja, Moment, Forschungsfreiheit, ich bin ja nicht eingeschränkt, ich möchte das Themengebiet und hier wird keiner verletzt. Da ist es schon sehr schwer zu sagen, wann überhaupt die Schwelle des Lebens erreicht ist und wo man hier sagt, dass das Individuum bereits Rechte hat oder nicht. Das ist wirklich sehr, sehr schwer und heikel. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss. Machen wir mal eine kleine Übung. Ich habe euch hier drei Aufgaben gegeben und eure Aufgabe sei, dass ihr diese Aufgaben löst und bitte dabei die gesetzlichen Grundlagen nennt und auch begründet. Wie immer wünsche ich euch sehr viel Erfolg. Am besten pausiert hier im Moment, macht euch eure Notizen. Ich springe zur Lösung und wir kontrollieren dann. Okay, kommen wir zur Lösung. A muss die Antwort leider Nein lauten. Und zwar, nach Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Der Privateindruck des Richters hat gerade mal gar nichts mit dem Fall zu tun und daher darf er sich eigentlich davon nicht beeinflussen lassen. B. Ja, und zwar nach Artikel 5 Absatz 3 gibt ihm die Forschungsfreiheit das Recht, alle möglichen Themen zu erforschen, solange er damit kein Gesetz übertritt. Und wie ich schon vorhin angedeutet habe, selbst dann kann es halt strittig sein, weil es so oft so grenzwertige Fälle sind. Und er wirklich das Ziel verfolgt, durch seine Forschung neue Erkenntnisse zu gewinnen. C. Nein, und zwar wenn man sich auf den Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes beruft, ist die Freiheit der Person unverletzlich. Das Problem ist, dass die gute Frau sich nicht auf Artikel 2 Absatz 2 Satz 3, welche diese Aufhebung der Freiheit regelt, beziehen kann, da ja die Festnahme nach Paragraf 127 Absatz 1 der Strafprozessordnung nur dann möglich ist, wenn Täter auf frischer Tat erwischt wird. Das Problem ist wirklich, sie hat die Tat nicht genau beobachten können. Es besteht zwar ein dringender Tatverdacht, aber der genügt nicht, außer sie wäre Polizistin. Zweites Problem ist, dass der Beschuldigte sich nicht auf der Flucht befand, da er den Ausgang langsam aufsuchte. Im Prinzip, der Übergriff, den sie macht, ist eher die Straftat in dem Fall, auch wenn sich vielleicht hinterher herausstellen sollte, dass er wirklich was gestohlen hat. Okay, kommen wir zu Artikel 6 Absatz 1. Das ist sozusagen der Schutz der Familie, der besagt, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung, was so viel wie bedeutet, wie dass der Staat die Pflicht und auch das Recht hat, Ehe und Familie zu schützen. Artikel 6 Absatz 2 besagt, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Was so viel heißt, wie die Eltern haben sich doch bitte gefälligst um die Erziehung zu kümmern. Das gilt allerdings dann nicht mehr, wenn die Kinder zu verwahrlosen drohen oder sie durch die Eltern gefährdet werden. Dann greift nämlich Artikel 6 Absatz 3. Und wenn dies der Fall ist, darf der Staat das Sorgerecht nach Paragraf 1666 des BGB entziehen. Dann greift sozusagen das Schutzrecht des Staates aus Artikel 6 Absatz 1. Verlassen wir Artikel 6 und kommen zu 7 Absatz 1. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Heutzutage eigentlich eine relativ klare Sache. Früher war das nicht so, aber trotzdem ist es wichtig, dass man das geregelt hat, weil sonst könnte ja jede Schule jeden Abschluss vermitteln. So ist gesagt, dass zumindest selbst eine private Schule, die einen anerkannten Abschluss vermitteln will, vom Staat dazu berechtigt sein muss. Artikel 8 Absatz 1 sagt, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist die sogenannte Versammlungsfreiheit, was natürlich im Prinzip bedeutet, dass jeder das Recht hat, aber diese unbeschränkte Versammlungsfreiheit gilt leider nicht bei öffentlichen Plätzen, sondern nur in geschlossenen Bereichen. Und das möchte ich auf der nächsten Folie genauer erklären. Und zwar, wann gilt die Versammlungsfreiheit? Da ist die erste Frage, die wir stellen müssen, ist sie friedlich, also gewaltfrei? Wenn nein, sind wir ja schon bei Absatz 1 des Artikels 8 vom Grundgesetz raus, dann ist sie verboten. Ist sie gewaltfrei, müssen wir uns darum kümmern, ob sie ohne Waffen ist. Ist das auch nicht der Fall, sind wir im Prinzip aus demselben Grund wieder draußen. Ist sie also ohne Waffen,
Handelt es die Frage, ob es sich um deutsche Staatsbürger handelt? Nein, dann ist sie auch wieder verboten, weil diese drei Dinge friedlich, also jeder Deutsche friedlich und ohne Waffen hat das Recht zu versammeln. Da wären wir schon bei den drei raus. Sind alle drei erfüllt, wäre es nach Artikel 8 Absatz 1 eine erlaubte, solange wir uns allerdings im Privaten befinden. Ist es nämlich erlaubt. Wenn sie allerdings öffentlich ist, muss überprüft werden, ob eine Genehmigung vorliegt. Ist das nicht der Fall, greift § 14 des Versammlungsgesetzes und dann ist es verboten. Liegt eine Genehmigung vor, muss geschaut werden, ob vermummte Personen daran teilnehmen. Falls das der Fall ist, greift § 17a Absatz 2 und 29 Absatz 1 des Versammlungsgesetzes und ist es verboten. Ist keine vermummte Person dabei, können wir uns wieder auf Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes berufen und sagen, ja, in dem Fall ist es erlaubt. Theoretisch könnte man auch Absatz 2 mit anführen, das wäre nicht verkehrt, auch nicht unbedingt notwendig. Okay, wir sind gleich durch, machen wir also weiter, und zwar mit Artikel 9 Absatz 1. Der besagt, alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Tja, das gilt nicht für Vereinigungen, welche natürlich gegen das Grundgesetz oder andere Gesetze verstoßen. Der Absatz 2 tut das nochmal explizit benennen und tut sozusagen den Absatz 1 damit etwas lockern. Artikel 10 Absatz 1 ist nochmal wichtig. Der besagt, das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Tja, das bedeutet natürlich ganz einfach ausgedrückt, niemand darf Schriftstücke lesen, Briefe öffnen oder Gespräche abhören, aufzeichnen, die nicht an ihn gerichtet sind. Die Sache ist die, Artikel 10 Absatz 1 klingt erstmal ganz toll, ist er auch und ist er auch, wenn wir ehrlich sind. Aber Absatz 2 sagt, dass das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis eingeschränkt werden darf und auch eingeschränkt ist. Und zwar hat man das sogenannte G10-Gesetz, das Gesetz zur Beschränkung des Briefs-, Post- und Fernmeldegeheimnis, oder vereinfacht Artikel 10-Gesetz, eingeführt. Der Paragraph 1 dieses Gesetzes erlaubt es dem Verfassungsschutz, dem militärischen Abschirmdienst und dem Bundesnachrichtendienst, Gespräche abzuhören und Briefe oder Sendungen zu öffnen, wenn einer der folgenden Verdachte besteht. Hochverrat, da wird genau verwiesen auf die Paragraphen 80 bis 83 des Strafgesetzbuches. Landesverrat, nach den Paragraphen 94 bis 97 des Strafgesetzbuches. Volksverhetzung, nach den Paragraphen 129a bis 130 Strafgesetzbuch. Gefährdung der Demokratie allgemein, sind wir bei den Paragraphen 84 bis 89 des Strafgesetzbuches. Und Einschleusen von Ausländern, nach Paragraph 95 Absatz 1 Nummer 8 StGB. Wenn einer dieser fünf Verdachte auftritt, dürfen die drei benannten Gremien, also der Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst, ohne irgendwelche Erlaubnisse von denjenigen, denen sie abhören wollen oder dessen Brief- und Postfernmeldegeheimnis sie verletzen wollen, Aufnahmen machen, Briefe öffnen und so weiter. Natürlich gibt es da ein Kontrollgremium, das drüber wacht, dass nicht hier willkürlich sowas gemacht wird. Machen wir dazu eine kleine Übung. Löst folgende Aufgaben unter Angabe der gesetzlichen Grundlagen und Begründung. Selbe Aufgabe, allerdings fünf andere Fälle. Ihr kennt das Spielchen, ihr löst die Aufgaben. Ich habe sie schon gelöst, weil ich eine Präsentation vorbereitet habe. Wir treffen uns am besten bei der Lösung wieder. Ich finde, wünsche euch ganz viel Glück. Bis gleich. Okay, kommen wir zur Lösung. Fall A. Nein, nach Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes war die Versammlung rechtens, dass sie friedlich, gewaltfrei und nicht öffentlich war und alle Deutschen unter diesen Voraussetzungen sich frei, ohne Genehmigung oder Anmeldung, versammeln dürfen. B. Ja, der Fall ist jetzt ja etwas anders. Hier können wir auf Artikel 8 Absatz 2 des Grundgesetzes verweisen. Die Versammlung ist jetzt unter freiem Himmel und daher bedarf sie nach § 14 Versammlungsgesetz einer Genehmigung. C. Das Recht und die Pflicht auf der Erziehung durch die Eltern wird nach Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes, das darf aufgehoben werden nach Artikel 6 Absatz 3 und das Sorgerecht darf nach § 1666 BGB vom Staat entzogen werden. D. Nein, denn wir hatten ja gerade gehabt, Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz
Es gibt ein Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das besagt, dass nur der Adressat den Inhalt des Briefes lesen darf. Auch wenn der Brief falsch zugestellt wurde, ändert es ja nichts am Adressaten, der auf diesen zu finden ist. Was anderes wäre es natürlich, wenn tatsächlich jemand den falschen Namen draufgeschrieben hätte. Dann würde natürlich der Adressat selbst denken, oh, das ist für mich. Oder halt nicht der Adressat, der fälschliche Adressat. Ist natürlich wieder ein veränderter Fall, aber hier bleiben wir bei Nein. Denn die Nachbarin stand im Text, gilt als gesetzestreu, und daher kann man davon ausgehen, dass kein Verdacht auf Hochverrat, Landesverrat und so weiter besteht, der das Öffnen des Briefs rechtfertigen würde. Ich hoffe, euch hat die Vorlesung gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich nochmal mit dem Grundgesetz zu befassen, weil im Prinzip dieses Gesetz ja die Grundlage für alles Rechtliche hier in Deutschland ist und man sollte sich ein bisschen damit auskennen. Interessant fand ich vor allem natürlich die ganzen kleinen Ausnahmen, die es gab von diesen Grundrechten. Und ich hoffe, ihr konntet das klären. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Verabschiede mich. Tschüss!